Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU-Software. Gelingt es uns tatsächlich, Screen Captures von Android aufzunehmen? Oder müssen wir doch vom Handy abfilmen? Schaltet ein und findet's raus! Ob uns die LEDs im Studio erblinden lassen? Plus unsere Meinung zu Slackware und dem neuen Codenamen von Fedora 19. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU Funst. Hallo zur ersten Version von GNU Funst. Mein Name ist André und neben mir sitzt Paul. Hallo. Wir haben ja die Linux Action Show. Die haben wir ja praktisch geforkt, nicht? Ja, was ist das denn eigentlich? Naja, forken, das kann ich so mit Software machen. Wenn mir die nicht gefällt, dann nehme ich einfach den ganzen Quellcode und schreibe die neu. Nee, ich schreibe die nicht neu. Also, ich nehme den Quellcode von so einem Programm und programmieren ein Feature dazu, was ich vielleicht haben möchte und was der ursprüngliche Entwickler nicht schreibt. Oder was der nicht haben möchte. Oder ich nehme ein Feature raus, was mir nicht gefällt. Oder ich entwickle das ganze Programm in eine ganz andere Richtung. Es geht eigentlich nur mit freier Software, oder? Das müsste eigentlich auch mit einer Sendung funktionieren. So einer Sendung, wie wir sie machen, mit GNU Funst. Ja, und wir haben das einfach, also das ist halt wie so eine Gabelung, nicht? Also du hast diese Linux Action Show und die existiert ja immer noch weiter. Die macht nur nicht mehr das, was wir wollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gabeln das und machen jetzt unsere eigene Sendung. Genau, zwar nicht live, immerhin für euch auf YouTube oder sonst wo, wie ihr es auch euch besorgt. Aber das soll es erstmal zur Einleitung gewesen sein. André, du bist gerade rot geworden. Ach so, ja, das kann daran liegen, dass wir mit Redshift unterwegs sind heute. Ich kann das euch gerne mal zeigen. Also Redshift ist ein kleines Kommandozeilenprogramm, was den X-Server nachträglich mehr oder weniger bearbeitet. Die Hintergründe kenne ich nicht, aber die kann vielleicht Paul erklären. Ich kann nur das hier so bedienen. Dann braucht man zum Beispiel die Koordinate vom Ort. Das ist für Berlin. Was ist das für Berlin? 1352, genau. Oder so. Redshift will das ein bisschen anders 52, haben. 13. Genau. Ja. Und dann will es natürlich noch eine Farbtemperatur haben und ich glaube neutral weiß ist irgendwie irgendwas um die 6400. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Oh je, ich hole gleich das Tafelwerk. Wäre das mal. Ein schönes rotes Licht, nicht zu rot, ist 5500, habe ich schon mal rausgefunden. Ja, wenn man das dann irgendwie einschaltet, dann fängt er halt mit Rande das umzusetzen und der Bildschirm wird tatsächlich röter. Da wird er so ein bisschen bei den weißen Streifen oben, da kennt man das an der Schrift, ja. Ja. Was nützt mir das jetzt? Das ist gut, wenn man ein bisschen müde ist und so im Dunkeln, so wie wir, völlig zu einer unchristlichen Uhrzeit irgendetwas am Rechner macht. Also eigentlich perfekt und das Gehirn weiß, sieht nicht alles so, wie soll man sagen, so kaltes Licht hält wach und rotes Licht macht das nicht und man weiß dann schon eher, wann man noch müde ist und wann man mal ins Bett gehen sollte. Das, das bringt meinen Zeitplan wieder in Ordnung, ja? Das könnte man so sagen, ja. Wow, ich muss das probieren oder besser nicht. Genau, ihr könnt das dann natürlich auch gerne. Das Ding hat noch viel mehr Optionen. Das könnt ihr alles in der Manpage wieder weg. Ja, das in der Manpage nachlesen. Die ist aber lang. Ja, das ist ganz schön viel Zeug. Muss man ja nicht alles lesen. Man kann ja auch sich einfach das merken, was wir da ganz am Anfang eingetippt haben. Was war denn das nochmal? Ah, oh, ich zeig's nochmal. Hier. Da gibt's für Longitude und T für Farbtemperatur, Temperatur. Jo. Okay. Und das macht er dann immer abends, oder? Der macht das genau zu der Zeit, wo auch tatsächlich die Sonne an diesen Orten hier, also 5213 wäre Berlin, die Sonne untergeht und auch in derselben Zeit. Und Dauer. Ich lasse das im Hintergrund laufen von meiner Desktop-Session. Oder muss ich das jedes Mal eintippen? Nein, ich muss das nicht jedes Mal eintippen. Man kann es auch zum Beispiel, wenn man einen GNOME-Desktop benutzt,
solche Leute geben, die benutzen noch GNOME heutzutage. GNOME 3, ich rede nicht von GNOME 2. Da kann man es in diese GNOME Session Properties einpacken als Startprogramm und dann läuft es dann immer mit. Da gibt es dann sogar noch ein Frontend GTK. Dann kann man es auch zu jeder Zeit, wenn man gerade mal Bilder bearbeitet, auch spontan ein- und wieder ausschalten. Aber. Also man braucht sich eigentlich gar nicht darum kümmern und das macht das einfach. Probiert das. Ziemlich geniales Tool. Also müsst ihr unbedingt ausprobieren. Schon ziemlich fett. Ja. Was haben wir denn als nächstes für euch? Als nächstes haben wir für euch. Oh, da ist ein Plan. Wir haben einen Plan in unserer Show. Das ist. Das wird euch öfter begegnen, wenn ihr vielleicht dann die Version 0.2 anschaut. Das könnte gefährlich werden. Genau, die nächste Sache, die wir euch vorstellen wollen, ist die Distribution des Monats. Also wir haben vor, monatlich unsere Sendung zu machen, so nebenbei bemerkt. Und wir haben uns entschieden, für was haben wir uns entschieden? Für was haben wir uns entschieden? Wir haben uns entschieden für Black. 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 Das klingt wie das Blog von Randall Monroe. Das genau. Ich war auch nicht in der Lage, irgendwelche Screenshots von dieser Distribution zu finden, aber wenn man hier mal guckt auf Desktops, okay. Ein schöner GNOME Desktop und der Beweis dafür, dass es ein GNOME 2 ist und kein GNOME 3. GNOME Panel gibt es nämlich unter GNOME 3 nicht mehr und das ist ein GNOME 2. Also wenn ihr mal was Vernünftiges benutzen wollt. Da stand gerade was, die haben noch so ein bisschen Server-Apps und so drin. Die haben Server-Apps? Apache. OpenSSH, das möchte also OpenSSH ist doch eigentlich Desktop, oder? Okay. Ja, eine ganze Menge Zeug. Wir wollen es nur kurz vorstellen. Das solltet ihr ausprobieren. Das ist übrigens auch die erste freie Linux-Distribution nach dem Standard von Richard Stallman von der FSF. Ach nee. Ja. Nach den Freiheiten, die das GNU-Projekt genau. definiert, ja. Genau, nach denen. Dort werdet ihr kein einziges Byte unfreien Code finden. Keine Firmware für mein Netzwerk habt. Keine Firmware. Wenn ihr Pech habt, habt ihr auch kein WLAN dann auf eurem Notebook. Aber ihr könnt guten Gewissens sagen, das ist ein freies Betriebssystem und Richard Stallman kommt dann persönlich vorbei und schüttelt euch die Hand. Cool. Cool. Das war die erste davon, ja? Das war die erste davon. Die muss ja schon recht alt sein. Die ist wahrscheinlich ziemlich alt, ja. Aber das... Das müsst ihr selber nachlesen. Das müsst ihr selber nachlesen. Wie gesagt, so gut recherchieren wir. blackblackblack.org, ne? Ganz einfach zu merken. Black, black, black. blackblackblack.org. Ja. Ja, als nächstes haben wir ein Tool für euch, das für Android, ja? Die Android-App des Monats. Oh, das App-Wort. Oh, er hat das App-Wort gesagt. Das darf nur im Zusammenhang mit mobilen Anwendungen benutzt werden. Wir haben das vorhin aber schon mal verfolgt. Wir haben das vorher schon mal benutzt. Ja. Wir müssen echt aufpassen. Und zwar gibt es für Android ja auch diesen F-Droid Marketplace oder sowas in der Richtung. Und dort möchte ich heute Das F-Droid Repository, so nennen wir es offiziell, das genau, Software-Repository. Genau. Genau, und da wollen wir euch eine App zeigen, eine Anwendung für Android, die etwas macht. Was macht die eigentlich? Du wolltest doch eigentlich schon immer, Paul, eine Jabber-Anwendung für Android haben. Eine gute, eine freie. Eine freie sowieso. Also das muss sein und eine gute. Ich habe noch keine gute gefunden. Ist das eine gute? Das ist eine gute. Ich benutze sie zurzeit und ich werde gleich sagen, Yaxim werde ich euch gleich zeigen. Wir müssen kurz unser Screen Capturing hier ein bisschen ändern, das Setup. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Ja, und wie versprochen sind wir nun dabei, das Programm für Jabber auf Android vorzustellen, was komplett frei ist, auf diesem Gerät, auf einem Android-Gerät. Neben uns könnt ihr sehen, ich glaube, es müsste auf der Seite sein oder auf der, je nachdem, wie wir das dann zusammenschneiden.
Genau, wir stellen euch Jaxim vor. Jaxim ist ein Jabber-Client, weil Paul einen sucht. Aber wer weiß, ob er ihn mit ihm glücklich wäre, weiß ich nicht. Ja, doch, hast du mir erzählt. Ja, doch, hast du erzählt. Ja, ich suche einen. So, starten wir einfach. Das Programm ist natürlich jetzt schon stark personalisiert. Alle Telefonnummern von nein, Jabber-IDs, okay. Genau, so viele Jabber-Kontakte habe ich zum Glück nicht. Also ich könnte hier niemanden irgendwie aus Versehen veröffentlichen. Kurz mal in die Einstellung geguckt, was das Programm alles kann. Benachrichtigungen funktionieren, auch während das Programm nicht vorne ist. Also es läuft im Hintergrund, wie man das halt so erwartet. Und es kann auch, das geht unter den Kontoeinstellungen, die Verschlüsselung zum Server einstellen. Großartig. Hat es auch so Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und sowas? Ja, leider nicht. Zumindest steht es hier nicht drin. Und das ist vielleicht ein Nachteil. Aber da gab es, glaube ich, noch andere Jabber-Klienten in diesem F-Droid-Store, nicht? Also ich habe mindestens 3 gesehen. 3? Dann gucken wir einfach mal rein, was es so noch für Alternativen zu Jaxim gibt. Mach mal genau Internet, da wo Internet steht, da sind die alle. Ja, ich glaube, einer hieß Gibberbot. Der Gibberbot, da weiß ich, dass der OTR kann, aber ich glaube kein GPG, aber OTR. Also Off-the-Record-Messaging. Installieren wir das auch jetzt einfach mal hier, dann ist es wenigstens nicht personalisiert. Also wie ihr seht, so schnell kann man seine App, Nutiful-App des Monats einfach mal so über den Haufen werfen, weil es dann nicht mehr aktuell. Genau. Einrichten. Braucht man das jetzt alles hier nicht. Wie geht's hier zurück? Nee, ich weiß nicht. Du hast doch die Menütaste, oder? Ach so, du hast den neu installiert. Ja, ich habe den neu installiert. Es sieht wohl so aus wie... da war er. Ja, spannend. Konten. Da kann man die dann einrichten wahrscheinlich. Mach mal dein Jabber-Konto da rein. Oh, jetzt haben wir den Jabber-Passwort auf dem Bildschirm. Ich glaube, das werde ich dann... Ich gehe mal hier rein. Mir kommt es so vor, als hätte ich den mal ausgeholt und dann verworfen. Wo ist denn hier das... Ich glaube, Chat-Encryption sieht doch so aus, oder? Automatisch, manuell, nie. Ich glaube, das ist es nicht. Doch, ich denke... Meinst du nicht? Macht das automatisch OTR? Ist das so eingebaut in dem Programm? Ja, also man kann das halt konfigurieren und unter Umständen fällt es dir sogar schwer, nicht OTR damit zu machen, dann kriegt dein Gegenüber im Chat immer nur den Krypto-Text. Aber deswegen gab es die Möglichkeiten irgendwie automatisch und voraussetzen und so weiter. Genau, was ich hier auch gerade sehe, was immer wieder wichtig ist, bei Jabber, dafür ist Jabber ja auch Jabber und nicht irgendein anderer Dienst. Es ist dezentralisiert und man kann Ressourcen und Prioritäten für seine verbundenen Jabber-Clients festlegen. Mhm. Das war zum Beispiel meine Intention, warum ich sage, ich will was Einfaches und da reicht mir Jaxim aus. Und klar, OTR sollte ich vielleicht mal überlegen, heutzutage. Ich meine. Heutzutage, ja. Ja, heutzutage muss man echt aufpassen, von wem man belauscht wird. Man weiß nicht. Gibt es noch irgendein Programm, was du empfehlen kannst? Empfehlen kann ich. Ich kann ja keins davon empfehlen. ich benutze tatsächlich gerade Gibberbot. Ich glaube, Beam hatte ich noch gesehen. Mit Doppel-E. Ja, unter Internet. Beam. Ja, was kann denn Beam so? Auch OTR. OTR. Sassel. Oh, Sassel. Nicht schlecht. Also Sassel ist eben diese Authentifizierung via Kerberos. Dahinter steckt Kerberos. Wobei die Frage ist, ob die Sassel-Implementierung hier Kerberos spricht. Oh, jetzt sind alle verwirrt. Ja, installieren wir den noch? Gucken wir uns den mal an? Kerberos klingt für mich irgendwie verdammt alt. Was? Ja, nicht. Nicht? Nicht. Nicht. Nicht.
Okay, soll es das erstmal gewesen sein. Wenn ihr noch weitere Empfehlungen für die nächste Sendung habt, dann für eine Android-App, die vielleicht kein Jabber-Client ist, dann... Wir brauchen das dringend, weil uns fällt sonst nichts ein. Wir brauchen auch mal was, wo wir dann sagen, oh, da gibt es wirklich keine Alternative zu. Ja, dann sehen wir uns wieder in den GNUs. GNUs. Willkommen zu den GNUs. Unser erster Beitrag, Fedora 18 wurde verschoben, aber der Codename für Fedora 19 steht schon fest. Es wird Schrödingers Katze sein. Es wird also gleichzeitig verschoben und nicht verschoben. Das wissen wir erst, wenn wir die CD-Hülle öffnen. Ja, echt interessant, dass die serische Kuh es irgendwie nicht geschafft hat in dieses Jahr. Könnte echt ein Fingerzeig sein, aber wollen wir uns dann vielleicht Gedanken machen über Fedora 20? Haben wir vielleicht Vorschläge? Wir können uns die Vorschläge, die es gegen Schrödingers Katze vielleicht nicht geschafft haben, mal angucken, ob da irgendwas dabei ist. Higgs-Boson, Cubical Calf, also kubisches Kalb. Mein persönlicher Vorschlag wäre ja eigentlich elliptisches Schaf. Frag mich nicht, warum ich darauf komme, aber klingt für mich auch ziemlich abgefahren. Ich frag dich nicht. Ja, wir können auch einfach mit der nächsten Nachricht weitermachen. E17. Ich benutze eigentlich schon seit einer ganzen Weile Enlightenment 17. Eigentlich benutze ich das jetzt schon wieder nicht mehr. Das lief eigentlich schon, aber nicht richtig stabil. Deswegen ist es auch eine Alpha. Eigentlich ist es erst seit dem 10. November eine Alpha. Also, aha, was war es denn davor, bitteschön? Was war es denn davor? Ja. Es soll jetzt schon am 21. Dezember. Soll es schon keine Alpha mehr sein? Soll schon keine Alpha mehr sein, eine richtige Version, ein stabiles Release. Mhm. Spannend. Ja, die haben halt nochmal so selber einen Compositing Manager und mach mal weiter. Ja, und das sieht dann so aus und das muss man sich jetzt noch vorstellen, also wenn das so ein bisschen wibbelt und wobbelt, das haben die alles drin nämlich und das ist auch ganz ressourcensparend und man kann sowas auch auf einem Mobiltelefon laufen lassen. Die haben extra einen Desktop-Theme für einen Layout für Mobiltelefonen drin zum Beispiel. Ja. Ja. Also sieht schon schick aus und ich glaube, wir müssen das, wenn es dann wirklich am 21. Dezember rauskommt, wir müssen das eigentlich reviewen. Ob das mit dem Screen Capturing dann geht? Ob das mit dem Screen Capturing geht, wir wissen noch nicht mal, ob das hier klappt. So, weiter im Text. Die FSF hat die Pflicht zur Gewährleistung auch bei gerouteten Smartphones im EU-Recht festgestellt, hat es herausgefunden. Hat sie gar nicht. Hat sie nicht? Die FSFE hat es getan. Ah, die Europäer. Okay. Ja, ihr dürft euer Android-Device jetzt totflashen und ihr seid nicht schuld. Wenn es zumindest muss der Händler nachweisen, dass es nicht durch das ROM passiert ist, dass es durch das ROM passiert ist, damit die Gewährleistung weggeht. So rum, genau. Aber wenn er das eben nicht kann, dann gibt es ein neues Gerät. Mehr oder weniger, über die Gewährleistung. Oder so ähnlich. Ja, der Praxistest fehlt noch. Und relativ neu und überraschend. Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch. Linus Torvalds schreibt keinen Kernel-Quelltext mehr. Er ist jetzt nur noch der Maintainer der Software. Nur noch der Mann im Hintergrund, der Federführende. Der Lenker. Der Lenker. Er lässt andere Leute Code schreiben. Er lässt die Maintainer der Subsysteme auf den Code raufgucken und vertraut denen mehr, was vielleicht ganz gut ist, weil dann dezentralisiert sich das so ein bisschen. Er ist nicht mehr der alleinige Diktator. Genau, und er muss auch nicht mehr sagen, nee, ist ja schade um deine Mühe. Ne? Dann ist er jetzt eigentlich gar kein Power-User mehr, oder? Nee, dann kann er eigentlich auch GNOME 3 benutzen, oder? Ja, warum macht er das nicht? Ja, nee, aber pass auf, das kam am 8. November raus. Echt. Und er sagt, im Wesentlichen sagt er,
Das ist die ganzen Kinderkrankheiten, die ich so mal hatte, dass die jetzt überwunden hat. Aber das ist ja das gleiche Spiel, was KDE4 schon lange getan hat. Ja, also ich für meinen Teil als überzeugter GNOME-User kann nur sagen, cool Linus, ich habe dich noch geflamed auf Google+, aber jetzt bin ich stolz darauf, dass du es auch benutzt und endlich für gute Software hältst. Finde ich gut, top Sache. Ich werde jetzt anfangen, ihn zu flamen. Ja. So. Jetzt? Sieht's. Ja, nicht jetzt. Nicht jetzt? Nicht jetzt. Nee, auch besser. Später. Besser so, vielleicht. Vielleicht kommt ja auch irgendwann wieder was. Das soll es mit den News auch schon wieder gewesen sein. Und nun erwartet unsere Review zu Slackware. Oh Gott. Hallo, nun sind wir bei unserer Review angekommen und Wunder und Staune, wir stellen die älteste und bis heute noch betreute Linux-Distribution namens Slackware vor, von der auch witzigerweise SUSE erbt, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, wir starten das Ding jetzt einfach mal gleich an. Wir haben das für euch aufgesetzt in einer... Wir haben da mal was vorbereitet. Ja, wir haben da mal was vorbereitet, genau. Ja, da war's. Ich brauch's nur starten. So. Der lädt von Lilo, oder? Der lädt von Lilo, ja, das ist wirklich so. Los geht's. Aber sah eigentlich ganz hübsch aus. Schön schlicht, also kann man nicht meckern. Wir haben einen Splashy gemalt, ja. Ja, was macht er jetzt so? Jetzt bootet er. Die benutzen BSD-Init. Ganz exotisch für so ein Linux-System. Ich glaube, der bootet eine Weile. Dann lass uns doch einfach mal kurz was anderes anschauen. Na? Naja, das kriegen wir schon hin. Und zwar so die Historie, ich bin ja schon ein bisschen darauf eingegangen, SUSE geht halt von Slackware, wusste ich vorher auch nicht. Aber auch noch andere berühmte Distributionen wie Mops Linux oder Lint2Go, schon mal gehört. Ja, Slacks, Slamp, Slackintosh, okay. Mutter von vielen Distributionen. Vector Linux. Ja, Vector Linux habe ich auch schon mal gehört. Ja. Ich habe es schon mal gehört, zumindest. ZenWalk hatten wir auch schon mal. Ja, da sind schon einige große dabei. Aber uns geht es ja um den Ursprung, die Mutter aller Distributionen. Das ist so eine Ein-Mann-Distro. Technisch, denke ich, recht konservativ. Wie war so die Installation? Die Installation war schon etwas anders. Am Anfang dachte ich, okay, wird wahrscheinlich wie Debian werden, aber eine Fehlanzeige, die Festplatte muss ich dann noch selbst formatieren. Schön also mit CF. Schauen wir mal, wie der bootet. Genau, vielleicht ist er jetzt auch schon fertig gebootet. Jetzt hoffe ich, dass ich hier wieder reinkomme. Gehen wir auf den Vollbildmodus, genau. Ja. Er ist fertig gebootet. Wir haben noch keinen User, deswegen hoffentlich fällt mir das Passwort auch wieder ein. Oh oh. Ah. Ja. Mach mal einen User. Mach mal richtig. Ja, jetzt will ich wissen. Er ist ja frisch installiert, nicht? Okay, Add User, wie nennen wir den? Na, Gnufunst natürlich. Gnufunst. Eine User-ID. Ohoho. Okay, damit haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet, dass wir uns die noch selber, ich würde sagen. Defaults to next available, ist doch okay. Ah, okay, gut. Finde ich auch in Ordnung, Default Users. Ja, interessant, interessant. Was erzählt er uns? Wir können weitere Gruppen hinzufügen. Okay, das ist vielleicht nochmal interessant, aber noch ist ja nichts, noch ist uns ja nichts auseinandergebrochen, oder? Ja, lass es mal weitermachen. Genau, Home Directory, Gnufunst, das sieht auch mal gut aus. Ja. Klar, die Bash. Expiry Date, lassen wir leer, oder? Ja. Okay. UID, ja.
Okay, kriegen wir jetzt genug Funst. Ja, das Gekos. Nee. So, und dann ein Passwort natürlich noch. Du hast jetzt nicht genug Funst genommen, oder? Natürlich nicht. Vor allen Dingen habe ich mich vertippt. Ja, jetzt mal okay. Einloggen, oder? Ja. Okay. Und jetzt mal den. Mal zeigen, was da so schon an der Oberfläche ist. Ob wir schon in den richtigen Gruppen dafür sind? Das bezweifle ich. Probieren wir es einfach mal aus. Na? Na? Ja, da ist eine Maus. Ja. Ja, komm, den Rest muss er auch noch schaffen. Ich glaube, wir haben keine XInitRC oder sowas. Mhm. Ah, doch, da ist was. Sieht ganz nach einem XFCE aus. Cool, was haben wir für Software? Schauen wir doch mal. Ja. Firefox zum Beispiel. Firefox. Gute Auswahl. Also, der hat ja noch einen 2.6er Kernel gebootet, das ist jetzt bestimmt noch ein Firefox 4 oder so. Schauen wir mal. 15, nur zwei Versionen zurück. Nee, dafür, doch. Dass es so eine alte Version ist, so ein altes Linux, sag ich mal, ist es noch eine relativ aktuelle. Wahrscheinlich hat er irgendwie angefangen beim Kernel und sich also dann weiter in den User Space vorgearbeitet und der ist dann einfach moderner gerade. Genau. Dabei muss man sagen, es steht auch noch KDE zur Auswahl und ich glaube, das ist sogar schon in KDE 4. KDE 4, ja. Ja, bei GNOME weiß ich nicht Bescheid. Stand beim Setup, bei dem grafischen, also mit NCurses basierten Setup nicht zur Auswahl. Also kann man jetzt nicht so genau sagen. Vielleicht mochte er das ja nicht. Kann das sein. GNOME. Ja, und GNOME 2 hat er wahrscheinlich auch keinen Bock gehabt, weiß ich nicht. Guck mal, was wir noch haben. Was haben wir denn noch? Haben wir ein LibreOffice? Haben wir Office. Office? Oh. Orange Kalender und Orange Global Time. Noch nie gehört. Mach mal auf. Ist ein Kalender? Das ist doch das gleiche, was hier oben wahrscheinlich drin ist. Nee. Ja. Ist ja nicht mal ein Terminkalender. Tja, also merke, Slack wäre nichts fürs nicht für Office-Tätigkeiten. Von der CD jedenfalls nicht. Aber immerhin GIMP. Mhm. Ein bisschen scannen. XPDF. Mach mal auf. Ja. Hat der Tiling, wenn du das nach oben ziehst? Das sieht ganz nach Tiling aus. Mhm. Also das sieht aus, entweder... in die Richtung geht's nicht. Ja, er macht sowas ähnliches wie Tiling. Es flickert ganz schön wild. Ja, aber das kann auch ein bisschen daran liegen, dass wir das unter VirtualBox laufen lassen. Und das halt nicht so optimal läuft, das kann man jetzt nicht ausschließen. Was haben wir noch an Software? Vim, ja. Schön. Audacious XMMS, den habe ich ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja, lass uns den mal aufmachen. Oh, und der sieht noch genauso aus? Irre. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Wer den nicht mag... hier war, glaube ich, auch noch M-Player. Ein M-Player? Oh, jetzt kommt der G. Oh, der G-M-Player. Ja. Also. Wer es nicht besser weiß, bestimmt VLC-User dahinter. Audacious, Xine. So, was haben wir noch so? Was ist ein Spiel so da? Muss ich ganz ehrlich sagen, außer Schach kenne ich hier keins. Meinst du, man kann auch irgendwie ein LibreOffice installieren? Lass uns das mal testen. Wir haben da heimlich so ein bisschen Doku gelesen, oder? Haben wir das? Haben wir das? Also das war irgendwie so ein Slack-Picker, Slack-Pack, Slack-Package, Slack-Picker-G.
Ich glaube, ich muss dafür gut sein. Also, überhaupt den. Ah, ja. Also so Slackware-Pakete zu installieren, mach mal dein Ding da. Slackware-Pakete installieren, das sind im Prinzip so eine Tarbelle, die der aus dem Internet drunter lädt und ins Root-Verzeichnis entpackt. Dependency-Tracking hat er nicht drin, also man merkt halt, das ist eine wirklich, wirklich alte Distribution. Und der Paketmanager, der hilft einem halt so ein bisschen die richtigen Tarbelle runterzuladen. Das ist, ja, da gibt es irgendwie ein etc-slack-Package, wo man mal die Paketquellen festlegt und da muss man ein Slack-Package-Updater machen, damit der Paketlisten holt irgendwoher. Man sieht dann so ein Manifest darunter, Port 10, und dann kann man irgendwas wie Slack-Package-Install machen und gibt dann den Teil von irgendeinem Paketnamen an. Probieren wir mal lieber. Also das Problem, was ich jetzt gerade habe, wir hatten in der Konsole noch ein deutsches Tastaturlayout eingestellt und haben jetzt hier natürlich noch nicht umgestellt. Und deswegen habe ich gerade ein Problem mit meinem Passwort. ZXKB-Map oder so? Ja, DE. Unterstrich DE, ne, war das? Probier mal DE. Müsste reichen, ja. Mhm. Und jetzt? Hammer, also, boah. Also Paul in der Sendung zu haben, ist echt Live-Problemlösung hier. Live-Problemlösung, super Sache. Ich habe auch was gelernt jetzt. So, jetzt wollten wir installieren. Jetzt wollten wir endlich was installieren. Das war Slack Package. Install und dann, wir wollten LibreOffice. Ne? Ja. Wahrscheinlich müssen wir erstmal suchen, wie das Package überhaupt heißt, oder? Ja, naja. Oder wollen wir raten hier? Komm, wir raten mal. Na? Please wait, dann. Ah, nope. Ja. Machen wir mal einen. Da war ein Search, glaube ich, sofern ich weiß. Oder? Vielleicht haben die ja auch noch OpenOffice, wer weiß das? Also ich mache mal nur Office. Okay. Ah, gut, ist also nicht so einfach. Das ist wieder wie in alten RPM-Zeiten, oder? Jetzt muss man irgendwo Fremdquellen suchen. Also das kann ja nicht sein, dass es kein LibreOffice für Slackware gibt. Wir halten einfach mal fest, ist nicht vorgesehen auf dem Standardweg. Wir können ja mal gucken, also wir müssen ja nicht den ganzen Weg gehen, aber mal gucken, ob es sowas gibt im Internet. Ja, immerhin ein moderner Firefox, dann muss es auch ein LibreOffice dafür geben. Da gibt es tatsächlich Pakete, so wie scheint. Ich habe da irgendwas mit Alien gesehen. Gibt es etwa irgendwelche Alien-Konvertierung von RPM- oder DEP-Pakete in Slack-Pakete? Das wäre auch ganz interessant. Ansonsten, ich glaube, es gibt eine recht gute Toolchain, um schon mal Software zu kompilieren, so standardmäßig. Also, weiß nicht, wollen wir uns das jetzt antun? Aber das ist der Weg, wenn ihr das machen wollt und Slackware benutzen wollt. Es gibt scheinbar, wie es aussieht, genug Möglichkeiten, das rauszufinden, wie es geht. Es wurde auch an die Slackware-User gedacht. Okay. Ja, gibt es vielleicht noch irgendwas Interessantes, was Slackware von anderen Distributionen Export, vielleicht... Xaos, naja, das kann nicht so reißend sein. Development... Oh, wir haben einen QT4-Assistant und QT4-Designer. Na, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass KDE eigentlich mehr oder weniger die Default ist. Und nur, ja, ich aus Platzgründen entschieden habe für diese Review halt doch nur XFCE. Muss ich glaube, Emacs hat eine eigene Sektion im Package Manager. Ja, und der Rest ist eigentlich mehr oder weniger das, was XFCE ausmacht. Also irgendwo in eurer Stadt gibt es noch jemanden, der benutzt Slackware. Das ist... Ja, und einen mehr jetzt, zumindest in der VM, Produktiveinsatz ist noch in weiter Ferne. Ja, schauen wir mal. Schauen wir weiter für heute. Ja, das soll es von der Review mehr oder weniger gewesen sein. Es sei denn, dir fällt noch was ein? Nee. Trailer. Ja,
Die Review war ja ziemlich nüchtern, oder? Meinst du nicht auch? Slackware ist ja auch eigentlich eine recht nüchterne Distribution, nicht? Ja. Ja. Ist halt so. Ja. Ey, ich habe ein echt merkwürdiges Problem. Mein X-PDF ist auf Chinesisch. Ich habe das auf mehreren Maschinen. Ich fahre Debian und ich habe so geupdatet von Lenny auf Squeeze auf Wheezy. Ich habe die Installationen sind halt alle schon so ein bisschen älter. Und wenn ich jetzt mein X-PDF starte, also ab irgendeinem Punkt ist es einfach passiert, dass die ganze Benutzeroberfläche von allen Sprachen, von allem, was mit Locates schieflaufen kann, ausgerechnet auf Chinesisch ist. Ich kann die Locates neu setzen. Ich habe das gecheckt. Ich habe die Locates gesetzt. Ich habe einen frischen Benutzer angelegt und einfach mal XPDF ausgeführt. Und ich habe chinesische Zeichen. Ich kann natürlich PDF-Dateien in allen Sprachen öffnen, aber das Inhaltsverzeichnis ist auch wieder in Chinesisch. Ich nehme an, das sind nur Kapitelnummern. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, weil das ist wirklich komisch. Also ihr seht das hier vor euch selbst und mit dem frischen User ist das nicht anders. Ich komme einfach nicht weiter. Ich habe alle Pakete durchinstalliert, neu installiert, geschaut. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Wenn ihr Paul helfen wollt, dann einfach Kommentar unter dieses Video. Und ich möchte an dieser Stelle mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr so tapfer ausgehalten habt bei unserem ersten Versuch einer GNU-Funst-Sendung. Das muss anstrengend gewesen sein. Das war auch anstrengend. Ihr könnt den Schweiß über die Kamera nicht sehen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Genau, beim nächsten Mal habe ich hoffentlich einen Raspberry Pi. Ich warte schon ein paar Monate. Der soll hier rein. Mhm. Aber für heute? Und für heute soll es das gewesen sein. Genug für heute, ne? Genug für heute. Ja. Cut!